Hallo zusammen, hier ist Video Teil 2 von meinem 70 Kubik Rennmotor, also vom zweiten 70 Kubik Rennmotor. Gestern habe ich Teil 1 gemacht. Leider ist laut wegen Speicherkapazitätsmangel das Video so blöd unterbrochen worden, aber ist nicht so weiter schlimm. In Teil 2 habe ich jetzt eigentlich der Athena-Zylinder fast fertig bearbeitet. Und was man gestern noch gesehen hat, vom ersten Teil ganz am Schluss, was man auch nicht mehr gesehen hat, das Polrad habe ich einfach drauf gesteckt gehabt. Jetzt ist das Polrad drauf mit einem Polrad-Keil. Und so habe ich auch die wunderbare OT-Markierung hier. Da so eingestanzt ist das. Das ist die OT-Markierung. Und die fluchtet genau bei den Gehäusehälften hier, wenn ich den Kolben bei OT habe. Das ist wunderbar. Und gerade die Scheibe ist so montiert, dass die OT-Markierung meine für die Steuerseite genau oben drauf ist, also 90 Grad versetzt. Und so konnte ich noch etwas genauere Messungen machen. Und das sieht man jetzt hier. Athena-Zylinder hat jetzt, ja, da müssen wir nachkorrigieren. Das sind jetzt meine Steuerzeiten. Überströmer sind recht hoch, finde ich. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht genau. An den Überströmerfenstern habe ich nichts dran gemacht. Das ist wirklich nur so ein bisschen Sportzylinder-mässig. Hat aber auch recht hohe Steuerzeiten, auslassmässig und so. Vorauslass ist halt jetzt relativ tief. Ich wollte mit den Auslasszeiten auch nicht mehr raufgehen. Einlass ist eigentlich auch schon am oberen Limit, hat jetzt gesagt. Und der Zylinder kommt dann hier fix drauf montiert. Aber den Einlasskanal zu Anzugstutzen muss ich noch besser machen. Und der Rest ist eigentlich alles gut. Aber den Motor habe ich jetzt gerade auch gut können brauchen für meinen zweiten Akkoa-Zylinder, den ich heute einfach mal das grobe Zeug gemacht habe. Wie man sieht, auslassmässig hier schon gerade ein bisschen andere Liga als beim Athena. Aber das ist jetzt einfach nur grob. Ja, ist jetzt nur mit dem Fräser drüber gegangen. Noch nicht wirklich ins letzte Detail bearbeitet. Und der Auslass ist gewaltig. Ja, man sieht es relativ schlecht. Ich habe hier schlechtes Licht. Auch die Strömerfenster habe ich ein bisschen gemacht, bearbeitet, so gut dass es geht. Leider kann ich es nicht bis ins letzte Detail machen, weil Gefahr besteht, dass bei diesem Zylinder meine Beschichtung wegplatzen will. Darum habe ich einfach geschaut, dass die obere Kante, die der Kolben im ersten Moment freigibt, dass die schön auf einer Linie sind, auch mit den Pustports zusammen. Und ja, was die anderen Kanten alle sind, habe ich einfach grob bearbeitet. Sie haben einfach relativ scheiße die Kanten gebrochen und dann mit der Beschichtung drüber gegangen. Da kann man einfach nicht bis ins letzte Detail bearbeiten, weil sonst wären die Stege zwischen den Fenstern viel zu dünn und das würde nicht lange halten. Und vor allem eben, wie gesagt, Beschichtung ist auch nicht das beste Material bei dem Aquazylinder. Allgemein bei den Puchzylinder oder Rennsätzen ist es so ein bisschen ein Problem mit der Beschichtung. Ich habe noch einen Ital-Motor, dort habe ich ihn neu beschichtet und dort ist extra Beschichtung drauf gekommen, was ich mit dem Material, woraus der Zylinder besteht, bestens harmonieren bzw. verbinden. Und somit hat die Beschichtung auch viel besser als jetzt zum Beispiel bei so Zylindern hier. Da kostet knappe 100 Franken neu mit Kolben und Zylinder. Und Athena ist doppelt so teuer, kostet 180 Franken. Also da kann man nicht viel erwarten. Ja, ich habe jetzt da mal Pustports gemacht über Strömerfenster und den Auslass grob. Das kommt ja alles noch feine Justierung und da mache ich dann noch, ja, Fotos werde es wohl kennengeben, weil das ist mein Rennzylinder für meinen Rennmotor. Das ist alles, was ich zeige. Ja, bis ins Detail will ich da nicht alles erklären, was ich wie auch so gemacht habe. Einfach das Grobe. Über die Strömer müssen hier noch gemacht werden.
Der Hals hier muss noch rausgehauen werden, damit der Stromkanal vom Motorblock schön freigegeben werden, damit die Ströme vom Gemisch nicht so einen weiten Weg muss machen muss. Und der Einlasskanal wird hier noch gemacht. Und dann muss ich noch einen neuen Aquakolben kaufen, der perfekt auf den Zylinder angepasst wird. Und dann ist das dann auch fertig. Hier zu den Steuerzeiten habe ich gemessen 166 Grad original, 124 Strömer. Das finde ich besser als 128 Grad. Dann muss man nicht so einen hohen Voraus, also nicht so einen hohen Auslass fahren, für dass man einen guten Vorauslass hat. Ich wollte eigentlich auch hier unter 180 Grad Auslasszeiten bleiben, damit ich in diesem Bereich einen guten Vorauslass habe. Hier, wie gesagt, 23,5, das ist nicht sehr viel. Hier, wenn ich da muss ich jetzt noch messen. Ich putze den schnell putzen und dann kommt er schnell hier drauf und messe die Steuerzeiten, was ich auslassmässig jetzt habe. Und hoffe, dass ich so in dem Bereich von 178 Grad herkomme. Und dann bin ich eigentlich relativ gut bei den Leuten. Einlassmässig ist ja der Kolben vom Athena-Zylinder hier drauf, also der Aquakolben vom Athena. Da habe ich schon ein bisschen Zylinderhemd gemacht, darum komme ich da schon recht hoch rein. Der Kanal selber ist hier nicht ganz so weit unten wie beim Athena, darum sind ja da 168 zu 158, ist schon gerade ein bisschen eine Differenz vorhanden. Jetzt putze ich einfach mal den Zylinder putzen und dann draufstecken und dann die Steuerzeiten messen. Und dann sieht man sich wieder. Also, ich habe jetzt die Steuerzeiten gemessen. Ist relativ geil. Ich habe jetzt bekommen 178 Grad Auslass zu 125 Strömer. Da ich die Fenster bearbeitet habe, ist sie ganz minim weiter raufgekommen. Das heisst, ein halbes Grad haben sie jetzt mehr früher aufgemacht als original. Es gibt 1 Grad mehr gesamthaft, wo sie länger offen bleiben. Also alles noch im guten Bereich. Und jetzt sieht man auch gut, anständigen Vorauslass habe ich da deutlich besser als hier. Lieber hätte ich zwar noch etwas mehr gehabt, so Richtung 28 Grad Vorauslass, aber dann müssen die Strömer wirklich recht tief sein. Dürfen sie, ja, 28, was ist das? Das ist 122 Grad Strömer dürfen sie sein. Das gibt, ja, warte, jetzt muss ich schnell überlegen. 28 gibt 52 Differenz dürfen sie haben. Ja, das ist schon 56 Differenz, sorry. 56 durch 2 gibt 28. Ja, jetzt habe ich es richtig gesagt. Das heisst, 122 müssen sie sein, dass es eine Differenz von 56 Grad ist. Das habe ich jetzt nicht. Das kann man nur realisieren, wenn man jetzt den Zylinderfuß hier oder beim Dichtfläche vom Motorgehäuse ein bisschen abdrehen, damit der Zylinder etwas weiter runterkommt. Dann kann man die Strömerzeit dann noch etwas herabsetzen und dann kann man dann den Auslass nachher bearbeiten. Das heisst, dann leicht löpfen und dann habe ich dann mein Wunsch vorauslass. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so sein. Das kann man dann immer noch machen. Wie gesagt, Athena ist schon recht hoch mit den Strömerzeiten. So, ja, könnte man etwas machen. Momentan ist eine dünne 0,1 mm dicke Papierdichtung drin, also das dünnste, was man haben kann. Die hier jetzt eine Hauptplatte drauf montieren wollen, die haben einfach keine Ahnung, wie die Steuerzeiten müssen sein, meiner Meinung nach. Und das läuft auch nicht wirklich gut. Ja, ich weiss nicht, warum dass es Hauptplatten gibt zum Kaufen für die Zylinder. 70 Kubik, keine Ahnung. Aber gut ist es auf jeden Fall nicht, wenn man hier den Zylinder noch mehr läuft, dann werden die Überströmerzeiten nur noch extremer. Und dann kommst du so oder so nicht auf einen schlauen Vorauslass und dann hast du auch nicht wirklich Resonanzleistung. Wie gesagt, je mehr Vorauslass, je stärker arbeitet der Auspuff, je mehr Punch hast du im Resonanzbereich. Ja, das heisst nichts anderes, mehr Leistung im Resonanzbereich, je höher der Vorauslass ist. Und das ist wichtig, dass man einen gewissen Vorauslass hat, damit so ein Motor auch anständig läuft. Aber wenn ich jetzt hier eine Hauptplatte rein tue, dann geht es ab 0,5 mm los. Mit 0,5 mm habe ich etwa 5 Grad mehr Strömerzeiten. Und mit 1 mm ist es noch viel schlimmer.
Und dann gibt es bis 4 mm Hubplatten. Ich wüsste nicht, wo man das einsetzen könnte. Keine Ahnung. Das ist total irrsinnig, so etwas zu verbauen. Weil man schon sieht, dass die Steuerzeiten von der Strömer schon original recht hoch sind. So, dann gibt es irgendwann noch einen Teil 3 von dem ganzen fertig bearbeiteten Alcoa und Athena Zylinder. Und hier sind noch meine Zylinderköpfe. Das ist der, den ich beim Athena einsetze. Und das ist der, den ich beim Alcoa einsetze. Der hat noch eine kleinere Brennmulde als hier. Größere Quetschfläche, mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass er im mittleren Dreizahlbereich extrem viel Drehmoment liefert.